Hallo? Ja. Dies ist Teil. Hallo? Hallo, ist das ein Teil? So? Ja, jetzt so ist es. Hallo? Manchmal denke Hallo? Ich hätte das Angebot von Zerstörer seine das? Welt annehmen sollen. Da gibt es viel Urlaubsgeld. Das sind direkt auch. Was ist das denn hier? Master? Ich teste noch hier alles aus. Ne? Yo, Master! Ja. Ja, ja. Boah, das ist laut, Alter. Na, ich teste gerade aus, wenn ihr denkt, dass. Was ist mit deinem Namen rum, ey? Das gibt's doch wohl nicht. Master hat auch was mit der Lautstärke zu tun, glaube ich, ne? Ja. Aber wenn man so hat, da ist er voll am Blinken. Der Master ist voll am Blinken. So. Ah ja, es geht wie bei weiter offenbar, dass die Stimme normal ist. Das Bier trinke ich auch mal jetzt ein bisschen, ne? Radler. Leckeres Bier. Köstlich. Also das 50% Limonade sogar mit 50% Alkohol. Und ich kann sagen, nicht schlecht. So. Die Stimme müsste gleich sein. Genauso wie der Ton. Ist einigermaßen, ne? Geht's noch? Ja. Level abgeschlossen. Und mal gucken, was da jetzt kommt. Duell mit Shellshock. Oh, das hört sich an wie ein Endgegnerkampf. Mal bitte. Das ist mein Ex. Sie ist furchtbar, sie ist grausam. Genauso wie meine Frau. Alter. Ich würde sagen, genauso wie meine Mutter. genauso wie mein. Meine. Wusstest du, dass Shellshock kürzlich vom Pox-Magazin zum attraktivsten Roboter der Galaxie gewählt wurde? Attraktiv? Oh mein Gott. Geh mal weg. Shellshock sieht scheiße aus, oder? Ich meine. Ich weiß ja nicht, was heiß von Roboter meint wird, aber. Shellshock. Boah, wird ganz nett abgepustet. Guckt euch das an. Drauf. Und jetzt ist er weg. Schon wieder weg, ey, das gibt's da wohl nicht. So, und deswegen heißt doch die Folge Falkland was? Ne, Shellshock, Widget ist doch der da. Der Hund hat halt auf dem Ding drauf, weiß auch nicht, was das ist. Vielleicht passiert ja was. Keine Ahnung. Bam, 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 bam. Ach toll, er hat eine Explosion gemacht. Okay, anscheinend geht's noch weiter. Und leider beschütze ich ihn nicht. Ich bin zu faul dafür. Und seine Magma-Kanone ist auf 7, Alter. Die Doppel-Viper ist fast 3. Fast aber nur. So, dann geht's weiter. Kaufen uns wieder Patronen. Was gibt's denn? So, danke. Danke, Lukas, danke. Ich weiß dich gut zu schätzen. Ich habe mir auch so abgemacht, dass ich in der nächsten Folge mit ihm dann rede. Der kommt ja bald nach hier und er redet dann mit dem Teil hier, ne? Damit man auch das auch verstehen kann, ne? Ach, da ist er wieder. Wahrscheinlich gemerkt. Also mit draufhauen. Oh, da ist Lukas am Arsch. Oh. Mann, ich muss aufpassen.
Aber pull, 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 hauen wir drauf. Oh, ich bin auch gleich weg. Die Dropper Viper ist, haben wir gar keine Patronen mehr. Scheiße. Okay. Ah, genau gleichzeitig gestorben. Scheiße. Oh shit, wa. Ob ich das Feigling, ich schätze mal, also der letzte Teil hieß der Feigling, Shellshock. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich Feigling Shellshock ändern soll auf, ob ich den Teil Feigling Shellshock 2 nehmen soll. Weil dieser Scheiß ist Idiot. So ein Idiot war da. Haut jede Runde ab. Jetzt haben wir mal einmal verloren. Nur zur Erinnerung, morgen ist tritt deinem besten Freund in den Hinterntag. Und für alle Teilnehmer. Na, der ist lustig, der Lüssel. Ja. Den habe ich schon gescheckt. Napalm, ne? Das ist ja wirklich ein Seekreis, was das so ist. Wir haben ein paar neue Kanonen, ich leider nicht weiß, wie die heißen. Sobald Lukas die aktiviert hat. Ah, die Doppelviper ist 3. Das hier nenne ich die unehrenhafte Entlassung. Ah, okay, ich muss da anscheinend zuerst Shellshock besiegen. Oh, bleibt überleben, ja, danke. Einfach nur draufballern, drauf, scheiße. Ah, schlecht, dass ich wieder springen sollen. Und nachhinein kommen auch andere Gegner. Zum Beispiel, das ist der erste Gegner. Ja, oder ich nenne den Teil Endgegner Shellshock besiegt. Ich glaube in dem Teil. Ey, wild. Scheiße, es ist eine Fliege, mein Glas, ey, das gibt's doch nicht. Oder? Ich habe irgendwie so eine kleine Fliege am Glas gesehen. Hä? Er ist wie aufgeladen, der Idiot. Alter, das ist so ein Feigling. Lädt sich jedes Mal auf. Boah, Alter. Scheiße. Scheiße, Lukas, bitte. Ah, nein. Das gibt's doch nicht. Ja, da hat er die Jägerminenwerfer auf gerade 4, Level 4 bekommen. Die trainiert er gerade auch hoch. Weil die einfach nur geil ist, die Jägerminenwerfer, also. Für viele Gegner ist die geil. Ja. Bei wie vielen Minuten sind wir denn jetzt? Bei 8, oh. Zur Toilette, denn so schnell gehen wir nicht wieder in den Werbeblock. Aha. Das war jetzt nicht witzig. Hahaha. Ey, wieso schaffe ich den Schwung nicht? Direkt wenn Shellshock kommt, kommen die Minen auch direkt auf dem. So, jetzt bam bam bam, alles auf dem. Boah, der hat schon die Hälfte weg, was? Ja, jetzt hat er die Hälfte. So. Wow. Ah, Lukas ist gleich tot. Okay, ah. Scheiße, jetzt muss ich irgendwie aushalten. Jawohl, ich hab's ausgehalten. Und was? Er ist wie abgehauen. Ey, das gibt's doch nicht. Fick dich, Shellshock, fick dich. Aber das ist nur der einzigste Gegner, der abhaut.
Also sag schon mal nachhinein und denkt ihr, oh nein, hauen jetzt alle Gegner da ab. Nein, das ist nicht so. Das ist nur so ein Thema von dem, dass man abhaut und sich auflädt. Andere haben andere Taktiken, zum Beispiel. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das lief. Also aufgenommen habe ich das ja später, ne? Direkt alles auf dem. Oh Scheiße, ich bin gleich tot. Und zwar jetzt. Boah, die Magma-Kanone ist gleich schon 8, war. Nicht mehr lange, ich hatte jetzt schon momentan die Hälfte. Auch schon wieder am Arsch, Alter, das geht doch nicht. Oh, der bleibt mal da. Und jawohl, Shellshock ist besiegt. Das gibt es doch nicht. Grüne Medaille. Sturmstiefeln. Was heißt das? Grüne Medaille heißt ein neues Outfit, oder? Ich weiß gar nicht. Nee, das heißt das nicht. Man hat nichts mehr damit zu tun. Ah, okay, die Sequenz kommt wieder. Und diese Idioten jubeln! Technik für 6 Millionen Bolts vernichtet und die undankbaren Deppen feiern das wie ein verdammter Lottogewinn! Oh, warum rege ich mich auf? Wer sonst guckt denn Pox News? Und Raumschlacht um deine Frau? Oder die Geisterenthauptung der Galaxie? Ja, ja. Und Tyrannoiden Frauen? Wir haben den kleinen Lombax wohl unterschätzt. Der hat nur Glück. Shellshock war zu langsam und dumm für einen Exterminator. Er hätte vor Jahren aufhören sollen. Naja, jetzt hat er es ja. Aber was Ratchet angeht, er könnte noch nützlich sein. Ah, da war gerade ein Bug. Er ist. Irgendwie erinnert er mich sogar an dich. Wie gesagt, er hat nur Glück, dass er... Er kam gerade so ein Fail, wa? Das war der Ton nicht so richtig einsprachig ist, deswegen wiederholt sich manches auch. Umkehraktion. Das wäre auch schlecht, dunkle Städte, Arena. Die Arena. Okay, das sind wieder so Stufen. Wir sind gerade Runde 1. Das ist klassisch, ja genau. Klassische Runden ist einfach mal cool, besser als anderes. Dann sind wir gut. Zweite Runde. Tam. Schmelzgewehr der auch neu. Und das wird auch gerade verarbeitet auf den höheren Leveln. Also hat gerade Lukas. Ich nenne ihn mal Lukas. Inzwischen heißt er In Shane. Auf YouTube. Ja. Um damit sie dann zu leben, das ist auch schon gut. Ich will unbedingt so eine Rüstung, Juanita. Was für eine Rüstung, Unter oder was? Swing. Arsch gesoffen. XP, was heißt das denn nochmal? XP da oben. Wie gesagt, oben findet Lukas statt. Oh mein Gott, was ist das denn? Ach, das ist Runde 4 schon, oh mein Gott. War Runde 3. Wo war? Boah, Magma-Kanone gleich 8 war. Und die Laser, oh, Cheater-Laser war.
Laser, die schieben mal so. Alles weg. Alles weg. Und die haben die B6 Tiger, die ist auch schon geil. B6 Tiger. Schmelzgewehr. Was war noch? Doppelviper, Magma-Kanone. Oh, scheiße, die sind beide tot. Oh, 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 oh. Also ich fand den ersten Gegner nicht schlecht. Also für den ersten Gegner ist der wirklich schon schwer. Harte Nummer. Ich meine, der kam, bekam ja auch schon lange. Also die Ferne war schon lange, als er kam. Und sobald die nächste Arena anfängt, dann ist auch der nächste Endgegner auch zu sehen. Ich weiß gerade nicht, wer der nächste Endgegner ist. Sag ich euch auch gar nicht, wenn. Weil das ist ja Spoilern, das will ich ja nicht, ne? Oh, die Magma kommt noch, ne? Ist bald. Soweit. Und 8, jawohl! Lukas schafft das doch. Und ja, wir haben 28 Leben, jawohl, das ist doch mal wieder geil. Ach, die XP heißen, da war man nächster Level steigt oder so, ne? Ach ne, der Raketenwerfer. Hab ich vernichtet, ha? Ah, oh, Lukas soll mal eine andere Level. Ja genau, die B6 Tiger oder Schweizgewehr. Ich glaube, der hat erst später gemacht, weil erstmal das bis voll ist, bis 10. Und glaube ich, oder bis 9, weiß ich nicht. So. Ah, Scheiß, hat mich getötet. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, Scheiße, Speich aus, Alter. Ah, okay, jetzt bin ich. Ja. Boah, Alter, mit so einem kurzen Leben bleibt er noch so lange leben. Nicht schlecht. Und ja, ah ja, das wollte ich auch noch sagen. Wir waren ja auf der Gamescom, ne? Also da war, ging's ja wohl richtig ab, da war Commander Krieger. Friseur haben wir auch gesehen, hat zumindest in Chain gesagt. Friseur, ich weiß gar nicht, wer Friseur heißt, also ich kannte ihn noch nicht. Und ja, Gronkh konnten wir auch sehen, aber dann wollte ja Lukas direkt wieder 5 Uhr weg. Den konnten wir um 6 Uhr Freitag sehen, aber nein, wir mussten direkt weg. 5 Uhr. Eine Stunde später, ich hätte Gronkh gesehen. Ey, so ein Scheiß, wa? Der Holoschildwerfer ist auch fast ab, wa? Jägerminenwerfer, ach, das ist der, ja, ja, das hat ich eben vergessen zu sagen. Also, sie haben Schmelzgewehr, B6 Tiger, Jägerminenwerfer, Doppelviper, Magma-Kanone und Holo-Schildwerfer. Weiteres habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht kommt das hier noch. Vielleicht kommt das ja jetzt, dass wir eine neue bekommen. Aber es kommen noch welche. Einiges. Einiges an Waffen kommen noch. Einiges an Gegner kommen noch. Und einiges an einiges an Zeit kommt noch. Und wir haben den Rescher-Turnier. Wir haben ein neues Outfit, das heißt das. Und nee, das heißt glaube ich, dass wir... Ah ja, das heißt, dass wir ein neues Turnier haben. Ich glaube, da ist der nächste Endgegner. Also, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Ciao.